Traumhaft schöner, schwer zu spielender Flipper, war kommerziell auch jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Das Gehirn ist da schon einigermaßen überstrapaziert bei diesem Multiball. Meine Erbpascher, die schlagen sich nicht unbedingt drum, dieses Spielfeld machen zu dürfen. Diese Pop-Bumper-Driverboards, die dort verbaut sind, sind immer ein großes Problem. Wir haben hier auch noch ein kleines Easter Egg eingebaut. Ich finde gerade von den Gottliebs Whitebodies vielleicht sogar mein Lieblings-Gottlieb System 80 aus der Zeit. So, wie fangen wir an heute? Das ist immer die Frage. Wie fangen wir an heute? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir fangen an mit Pinball Dreams TV, Flipper des Monats. Das wäre doch mal ein schöner Anfang, oder? Das wäre super Anfang. Dann machen wir das doch. Also, wir fangen an. Pinball Dreams TV, Flipper des Monats. Ja, heute wagen wir uns tief ins All. Tief ins All. Richtig tief rein, ja. Bis ins schwarze Loch. Und wir gehen rein, ganz tief nach unten, bis in die tiefsten Tiefen. Mhm. Denn unser Flipper des Monats heute, Gottliebs Black Hole, der hat eine untere Ebene. Ja, und spektakuläre Bilder erwarten. Unfassbar. Wir haben, spektakulär. Ja, wir haben lange, lange gebraucht, bis wir geguckt haben oder bis wir rausgefunden haben, wie können wir für euch so tief im All filmen. Lasst euch überraschen. Aber jetzt geht es erstmal um die ganzen Spezifikationen, Trivia und so weiter und so fort. Ich bin total fasziniert von diesem Backglass da hinten. Das hat eine hypnotische Wirkung auf mich. Absolut. Aber es macht so Spaß, dieses Teil zu spielen und das würdet ihr schon jetzt sehen. Schon eine Bitch, ne? Absolut, absolut. Eine Bitch. Ja. Also, Klassiker. Genau. Black Hole, Gottlieb 1981. Ich glaube, 1979 gab es einen Film dazu, der aber irgendwie nicht so der Kassenschlager war. Ja, jedenfalls Black Hole, Gottlieb 1981, was ich gelesen habe, der sechst erfolgreichste Gottlieb-Flipper aller Zeiten. Wow. Ja, und hier auch in einer besonderen Version, nämlich die US-Version des Flippers. Die europäischen Versionen, da hat man einfach aus Kostenspargründen diese drehende Galaxis, ist in den europäischen Versionen, in den Exportversionen nicht mehr drin. Und den Exportversionen fehlt auch dieses Speechboard, das kann man nachrüsten. Also der Flipper hier spricht, die Exportversionen haben leider nicht gesprochen und hatten auch nicht diese wunderschöne drehende Galaxie. Eigentlich ein bisschen schade, aber hier die US-Version ist natürlich traumhaft schön, ein geiles Thema. Infinity Backglass, wo sich einfach die Lichter drin ins Unendliche spiegeln. Einfach ein geiles Thema, auch genau meine Farben, alles dunkel gehalten, blau gehalten. Blau ist eine meiner Lieblingsfarben. Sehr ästhetischer Flipper, sehr schwer zu spielen. War kommerziell auch jetzt nicht unbedingt so erfolgreich, denn technisch war der doch im Auslieferungszustand sehr schlecht. Die Aufsteller waren ständig am Reparieren, deshalb war der auch kommerziell damals nicht so ein großer Erfolg, hat nicht so viel in der Kasse gehabt. Trotzdem 8700 Mal gebaut worden insgesamt. Wie viele Versionen da jetzt auf die Exportversionen, die amerikanischen Versionen entfallen sind, kann ich leider nicht sagen. Ich finde gerade von den Gottliebs Whitebodies vielleicht sogar mein Lieblings-Gottlieb System 80 aus der Zeit. Ich kann auch noch sagen, von wem der designt wurde, nämlich von John Bourras und Shing Lam und Artwork bei Terry Dorsaff. Ich finde es ja total geil, dass du dir jetzt gerade einen Spickzettel hast schreiben müssen, aber noch geiler finde ich, wie weit du den Arm weghalten musst, um es lesen zu können. Aber das ist halt, wenn man das Ganze da auf so Infinity Backglasses schaut, dann kriegt man halt einen Fernblick. Ne? Genau so ist es. Nee, also ganz ehrlich, den Namen habe ich nie gehört. Ja. Larry DeMar und John Popperduke, das geht uns hier runter wie Öl, weil die haben hunderte von Flippern, kennt man halt. Ne? Aber Terry
Dorsaf. Bei mir muss es noch ein Stück weiter weg. Harry Dorsaf. Ja. Ja, Gott, das ist halt. Nie gehört, keine Ahnung. Ja. Aber hat trotzdem geliefert, der Terry Dorsaf. Absolut. Ich find das auch total klasse. Wie gesagt, dieses Infinity Backglass, das ist total cool. Und ja, es geht halt echt in die Tiefe. Ja. Wir haben heute schon ein paar Mal gespielt und du sagst, es ist eine Bitch. Ist es wirklich. Es ist unfassbar schwer zu spielen. Ja. Aber dieses Gerät hat ja Liebhaber und die fuchsen sich da rein. Deswegen gehen wir da jetzt mal so ein bisschen... Gerät? Ich sage immer Gerät. Despektierlich. Ich weiß, das ist gar nicht despektierlich gemein, schöne Gerät. nein, aber wir fuchsen uns da jetzt mal ein bisschen rein und deswegen wirst du jetzt natürlich auch etwas über die Regelwerke, über das Regelwerk erzählen. Du wirst ein paar Hinweise geben über die, ja, Features, die da so eingebaut sind. Und allein dieses untere, es ist einfach toll. Lasst euch überraschen. Ja. So, zunächst mal noch ein bisschen was über die Restauration, was hier so spannend und speziell war. Ich habe es ja schon eingangs gesagt. Also technisch war der nicht wirklich so ausgereift, als er ausgeliefert wurde. Man muss heute schon einige Vorkehrungen treffen, damit das funktioniert. Diese Pop-Bumper-Driverboards, die dort verbaut sind, sind immer ein großes Problem. Muss man natürlich erstmal neue reinmachen. Gottlieb hat natürlich nie das komplette Masseband verlegt, was natürlich jetzt bei uns hier in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, man muss natürlich auch zuerst mal die komplette Masse nachrüsten, damit der Flipper überhaupt mal eine Chance hat, zuverlässig zu laufen. Und dann natürlich noch diese tolle Konstruktion, wenn die Kugel im unteren Spielfeld ausgeht und wird wieder aufs obere Spielfeld befördert, dann ist die, ich sage mal, 20% der Fälle einfach unten liegen geblieben, weil das war so intelligent programmiert. Der Flipper hatte genau eine Chance, den entsprechenden Kontakt mitzukriegen und hat dann die entsprechende Spule angesteuert, die Kugel wieder nach oben befördert hat. Wenn die CPU aus welchem Grund auch immer, Kugel läuft zu schnell drüber, liegt nicht richtig auf dem Kontakt, wenn die CPU diesen Kontakt nicht mitgekriegt hat, ist die Kugel halt mal liegen geblieben da unten, dann war der Flipper aus, bis der Aufsteller gekommen ist, hat die Kugel wieder rausgeholt. Und so gibt es hier einige Besonderheiten, die man einfach beachten muss, bis dieses Schätzchen denn mal richtig läuft. Aber wenn es richtig läuft, ist es einfach ein traumhaft schöner, schwer zu spielender Flipper, mit einem einzigartigen Features, nämlich einem Dreier-Multiball, den man sowohl oben als auch unten auf dem Spielfeld gleichzeitig spielen kann. Das Gehirn ist da schon einigermaßen überstrapaziert bei diesem Multiball, aber das werden wir bestimmt gleich mal sehen. Dann noch eine kleine Besonderheit, dieses wunderschöne Spielfeld, wenn man sich das mal anguckt und überlegt, wie wir Spielfelder restaurieren. Also ich sehe hier drei, vier verschiedene Blautöne, die sich in Strahlen über das ganze Spielfeld verteilen. So, und dann klebt ihr da mal eine transluzente Folie auf, die ausgeschnitten werden soll. Und dann sieht man gerade gar nichts mehr von diesen ganzen Strahlen. Und davon mal abgesehen, diese ganzen Strahlen da von Hand auszuschneiden. Also ich sag's mal so, wenn sich meine Airbrusher, die schlagen sich nicht unbedingt drum, dieses Spielfeld machen zu dürfen. Aber wenn es denn mal fertig ist, ist es einfach wunderschön. Wir haben hier auch noch ein kleines Easter Egg eingebaut, das werden wir jetzt nicht thematisieren, wird der Kunde dann irgendwann vielleicht mal finden in ein paar Jahren. Schönes kleines Detail. Solche Sachen gönnen wir uns einfach mal zwischendrin. Ich finde es ja immer mega cool, dass ihr für spezielle, liebgewonnene Kunden ab und an mal ein kleines Easter Egg einbaut. Bisschen Spaß muss sein. Bisschen Spaß muss sein, hier im Spielfeld. ich musste es suchen, du hast es mir gezeigt. Ich werde das jetzt nicht verraten. Und ich sag's mal so, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Derjenige von euch, der das Easter Egg auf dem Spielfeld findet, der gewinnt einen Preis. Schreibt das aber nicht in die Kommentare, sondern schreibt es uns privat. E-Mail-Adresse mache ich in die Capture. Die Capture Notes natürlich. Und was kann man gewinnen? Tag bei Pinball Dreams. Jo. Jo. Tag bei Pinball Dreams oder wahlweise Baggerfahrt durch die Eifel. Also, schreibt uns das, wenn ihr das gefunden habt. Es ist wirklich, also, da müsst ihr wahrscheinlich zwei, dreimal schauen. Gut, also bevor wir jetzt auf die Regeln kommen, noch zwei, drei Sätze zur Ausstattung.
Wir haben natürlich das Gehäuse komplett neu gemacht, inklusive der Sprenkel, die dahin gehören. Selbst das Apron ist komplett abgeschliffen, ist neu lackiert, ist alles mit Airbrush neu gemacht worden, klar lackiert worden. Dann haben wir natürlich einen neuen Plastiksatz, also alles neu, was der Markt so hergab. Wir haben auch beleuchtete Starposts hier eingebaut, einfach ein super schönes Gesamtbild, sieht absolut abgespaced aus. Dann haben wir noch ganz dezent, ich sag mal, mit ein paar blauen LEDs in Pop-Bumpern gearbeitet, damit die wirklich schön aussehen wie ein Planeten. Ansonsten haben wir nur warmweiße LEDs drin. Ich bin nicht so der allergrößte Freund von der Disco-Beleuchtung. Ja, Spielfeld ist natürlich gemacht, neue Verschleißteile, die ganzen Metallteile sind neu verzinkt worden. Also ich denke mal, wieder in Summe kann man nicht unbedingt viel mehr machen. Und das Ergebnis ist, glaube ich, ganz schön geworden und spielt sich auch ganz schön. Apropos Spielen, Regeln gucken wir uns jetzt an und dann machen wir mal ein Probespiel. So, zu den Spielregeln. Do you dare to enter the black hole? Umformuliert müsste es eigentlich besser heißen, do you dare to enter the lower play field? Weil das ist nämlich die Geschichte. Als kleines Intro, wenn man aufs untere Spielfeld schießt, dann sollte man eine der beiden Drop-Target-Bänke abräumen, denn ansonsten fliegt die Kugel hier geradewegs ins Aus und man hat den Ball verloren. So, generell, die meisten Punkte erspielt man sich über einen Bonus und diesen Bonus, den kann man eigentlich nur auf dem unteren Spielfeld aufbauen. Und wie schon beschrieben, ist es immer ein großes Risiko, aufs untere Spielfeld zu spielen, aber nur da kann man wirklich die fetten Punktzahlen machen. Da sieht man hier den Bonus, der bezieht sich rein aufs untere Spielfeld. Hier unten macht man, wie gesagt, die meisten Punkte über den Bonus. So, dazu ist noch vielleicht zu sagen, über diese Drop-Targets hier oben, die muss man einfach der Reihenfolge nach abschießen. Ja, dann geht hier Black an und unten geht ein sogenanntes G-Force-Lämpchen an. Wenn man eins anhat, erspielt man sich quasi den doppelten Bonus hier unten, also der geht doppelt so schnell hoch. Und wenn man das Hole hier abräumt, geht entsprechend das zweite G-Force-Lämpchen dort unten an. Und wenn man jetzt aufs untere Spielfeld kommt, hat man quasi einen dreifachen Bonus hier unten erspielt. So, dann haben wir hier diese Stand-Up-Targets, die vier Stück. Wenn man diese abräumt, geht zunächst mal dieses Rollover an, um dieses Gate zu öffnen. Das macht man also sehr gerne, bevor man aufs untere Spielfeld schießt. Und gleichzeitig geht hier an dem Captive-Hole, sieht man jetzt hier, das blinkt, kann man hier einen Ball einlochen. Das machen wir jetzt mal gerade. Jetzt ist die erste Kugel hier eingelocht. So, was man gleichzeitig erreicht über diese vier Stand-Up-Targets hier unten, gehen entsprechend die vier Lämpchen im unteren Spielfeld an. So, und wenn man jetzt das untere Spielfeld betritt und räumt diese entsprechende Targetbank hier ab, dann geht hier der Extraball an. So kann man einen Extraball kriegen. Die zweite Möglichkeit, einen Extraball zu kriegen, ist, indem man auf dem unteren Spielfeld die weiße Targetbank abräumt. Beim ersten Mal gehen 10.000 Punkte an, beim zweiten Mal abräumen geht hier oben der Extraball an, beim dritten Mal hier abräumen geht hier oben das Special an. So, und wenn man die Kugel dann entsprechend hier durch diesen Kanal schießt, kann man die 10.000 Punkte holen, Extraball und Special holen. So, last but not least, Bonus-Multiplier, 2, 3, 4, 5-fach, trägt natürlich auch erheblich nachher zu einem fetten Score bei. Kann man wie üblich hier durch die drei Lanes einfach aktivieren, aber auch natürlich im unteren Spielfeld. Die linke Bahn schießt, kann man auch entsprechend den Bonus-Multiplier erhöhen. So, und das Wunderbare, wie gesagt, man kann einen Dreier-Multiball erspielen und spielt dann gleichzeitig unten und oben. Und über einen Multiball kann man Bonus extrem in die Höhe treiben, über den Multiplier dann für 2- bis 5-fachen. Und so kommt man dann zu extrem fetten Punktzahlen in der Theorie. Gleich werden wir uns das Spiel noch anschauen. Und jetzt gucken wir uns mal das untere Spielfeld noch an. Thank you.
Träumchen. Träumchen. Abgefahrenes Träumchen. Aber bitchy, ne? Du hast jetzt ganz schön gekämpft. Bitchy. Ja, ja, auf jeden Fall. Spielst schon, Gottlieb spielt es halt anders als Bally Williams. Ja, ne, ist, das ist halt schon. Aber das macht es ja auch irgendwie aus. Ist ja schön. Moeb ist anderes, ne? Das ist ein schöner Begriff. Moeb ist anderes. Moeb ist anderes. Und vor allen Dingen, dass du als ja, versierter Pinfluencer da auch noch ein bisschen an deine Grenzen kommst. Das ist auch schön mal zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Dass du da noch so ein bisschen Herausforderung hast. Definitiv, ja. Ich finde es großartig. Wie gesagt, Itchy muss jetzt auch noch ein bisschen spielen, weil das ist ja unser Motto. Spielt mehr Flipper. Spielt mehr Flipper. Das machen wir jetzt unbedingt. Auch. Ja, und bevor ihr Flipper spielt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und vielleicht auch nochmal das Video von vorne schauen, ob ihr unser Easter Egg findet. Denn, Easter Egg. Ja, es gibt was zu gewinnen. Ein Tag bei Pinball Dreams. Ja. Wir freuen uns. Also, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Spielt jede Menge Flipper. Abgespacedes Zeug.